Ja, ich denke, schlechter kann man ein Spiel nicht starten, wenn es nach 11 Minuten 3-0 steht. Ist eigentlich nicht zu glauben und unfassbar, aber wir haben von der ersten Minute an uns nicht an den taktischen Plan vorne gehalten. Wir wollten eigentlich wesentlich kompakter stehen, kürzere Abstände haben in Breite und Tiefe und haben es dem Gegner gerade in der Anfangsphase viel zu einfach gemacht, vors Tor zu kommen. Im Grunde war jeder lange Ball nachher auch fast eine hundertprozentige Torschance, die dann auch eiskalt genutzt wurde. Wir waren sehr gut im Spiel in der ersten Halbzeit. Natürlich ist es auch gut, dass man nach 11 Minuten dann auch, oder es ist auch beruhigend, dann 3-0 führt bei diesen Temperaturen. Ich denke aber auch, dass die Mannschaft sehr gut Druck ausgeübt hat, Fehler produziert hat und letztendlich die Dinge auch gerade, was jetzt auch das 1-0 war, sauber ausgespielt hat. Ich denke auch, es war auch ganz normal, in der zweiten Halbzeit auch den einen oder anderen Gang auch zurückzufahren. Wir haben in der Halbzeit gesagt, rationell spielen, im Ballbesitz bleiben und vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit dann eben nach vorne hin sauber auszuspielen. Das ist dann nicht mehr ganz so gelungen, aber ich denke, insgesamt fürs erste Heimspiel war es eine runde Sache. Ich glaube, die Leute, die 7.000 und noch was, die wir hatten im Stadion, waren oder gehen zufrieden nach Hause. Dankeschön.